Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus. Diesmal wieder mit Arminia Bielefeld. Wir sind am Start mit der 25. Episode und es geht noch einmal auf dem Transfermarkt zu Gange. Wir müssen noch ein paar Spieler holen, um uns in der Liga weiter fortzubewegen. Und ich muss mich ganz kurz mal entschuldigen. Es gibt nämlich einige Probleme mit diesem Karrieremodus. Die ersten Spiele, ich weiß gar nicht, ob wir schon irgendwas von der Saison gesehen haben, aber alle Daten waren beschädigt. Sowohl das Spiel gegen Dortmund als auch das Spiel gegen Köln. Das gegen Dortmund anscheinend doch nicht. Auf jeden Fall ist irgendeine Episode beschädigt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Es wird dementsprechend das Spiel gegen Hamburg und gegen Köln. Ich weiß gar nicht, ob ich danach gespeichert habe. Wenn ich danach gespeichert habe, wird es diese beiden Spiele nicht geben. Dann werde ich euch nur die Ergebnisse zeigen können. Das ist momentan mit der Elgato ein bisschen blöd, beziehungsweise war zu diesem Zeitpunkt ein bisschen blöd. Es tut mir wirklich leid, aber kann man nichts gegen machen. Das ist nun mal jetzt so. Wir haben trotzdem noch mal versucht, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Das kann ich jetzt schon mal vorhersagen. Und wir werden auch noch erfolgreich sein. Wir haben unter anderem ein paar Spieler, die ihr vorgeschlagen habt. Paslak wäre einer davon, der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund, der auch rechtes Mittelfeld und zentraldefensiver Mittelfeldspieler spielen kann. Ein weiterer wäre Daniel Schwab vom VfB Stuttgart. Ob der denn wirklich kommen wird, ist auch noch ein bisschen fraglich. Aber an sich wäre das ein möglicher Transfer, wenn das denn ja die Kollegen aus Stuttgart zulassen. Das ist auch natürlich da wieder eine Frage. Wir gucken uns erstmal unseren Kader an, sehen Florian Dick. 68er Rating, sinkt immer weiter. Ist natürlich eine absolute Legende bei Bielefeld und ein absoluter Routinier. Ist aber trotzdem ein Spieler, den ich natürlich nicht mehr wirklich gebrauchen kann, wenn ich jetzt vor allem Passlack hole. Alessandro Schöpf von FC Nürnberg habt da auch vorgeschlagen. Der wäre flexibel einsetzbar auf der Flügelposition und im zentraloffensiven Mittelfeld. Wäre ein sehr cooler Spieler auf jeden Fall, über den ich mich freuen würde, wenn wir den bekommen. Eventuell auch ein Ersatz für den Mina Fahne, der natürlich nicht Erstliga-Format hat, eigentlich mit seinem 68er, 69er oder 67er Rating. Borja Mayoral kann ich mir leider Gottes nicht und ist ausgeliehen an Niemengen, wie auch immer die heißen. Dementsprechend bei ihm ein bisschen schwierig, aber ansonsten sind das schon ganz interessante Spieler und ich kann euch sagen, auch die Defensive wird nochmal verstärkt werden. Wir haben bisher, ich sehe es, dass wir schon ein Spiel, ich glaube, wir haben schon ein Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das bereits gezeigt im Karrieremodus oder nicht. Wie gesagt, es gibt Probleme, dementsprechend lasst euch nicht irritieren. Wir steigen auf jeden Fall gleich ein gegen den BVB und hoffen, dass wir da gewinnen. Genau, wir haben das erste Spiel gegen Köln. Ihr seht es da 2-1 verloren. Ob ihr das gesehen habt, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es wird spannend jetzt gleich gegen den BVB, das kann ich auf jeden Fall schon mal vorhersagen. Wir haben auch unter anderem Angebot gemacht für einen Spieler von RB Leipzig. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, für welchen Spieler, aber das Angebot, ach genau, auch für Klostermann. Das Angebot wurde aber auch auf jeden Fall abgelehnt. Genauso wie das für Schöpf. Da machen wir allerdings ein 2 Millionen Angebot. Das heißt, es sieht nochmal so aus, als ob wir da irgendwie vielleicht nochmal rankommen können. Wir versuchen es zumindest, denn Schöpf ist in Realität zwar zu Schalke gewechselt, wäre im Karrieremodus aber auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung für unseren Kader, gerade weil er nochmal ein bisschen Qualität in die Offensive reinbringen würde. Ich bin gespannt, ob der das wirklich tut. Wir sehen hier mal wieder einen Scout-Bericht aus Holland. Das war gerade so die Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, ob der Arminia Bielefeld-Karrieremodus die Parts, die halt ein bisschen beschädigt waren, irgendwie noch zu retten sind. Ich kann euch nur sagen, nein, leider Gottes waren sie das nicht. Wie gesagt, ist sehr bitter, aber kann man halt nichts gegen machen. Dementsprechend sind wir hier jetzt gerade auf Sander van Looy, ein 1,94 großer 19-jähriger Spieler von Pets Zwolle. Allerdings ist der überhaupt nicht interessant. Guckt mal die Werte an. 56 Tempo bis 66, 56 bis 66 Athletik und nur 50 bis 60 Defending, auch wenn er 19 ist, der wird niemals irgendwas werden und dementsprechend ist der von uns absolut uninteressant. Ich habe jetzt leider Gottes das, was ich in der Zeit, die ich hier quasi verschwendet habe, damit, dass ich einfach nur rumstehe im Screen, habe ich schon quasi erzählt. Also ich wollte eigentlich euch in der Zeit jetzt erklären, was los mit dem Karrieremodus, beziehungsweise was los mit der Aufnahme, aber habe ich jetzt halt schon gemacht, deswegen muss ich die Zeit jetzt irgendwie anders verschwenden und ich glaube, das habe ich auch ganz gut geschafft. Wir spielen, wie gesagt, auf jeden Fall gegen Borussia Dortmund, versuchen vorher noch einen Spieler von denen zu verpflichten. 1,2 Millionen wollen sie für Passlag haben, künftiger Stammspieler, dementsprechend müsste er normalerweise unter Marktwert zu haben sein, sieht aber nicht so aus. Schwab ist bei Stuttgart wichtiger Stammspieler, wird sehr schwer loszuheißen sein von den Schwaben. 2 Millionen ist auch fast schon die Schmerzgrenze. Wir haben nicht so viel Geld und können uns auch leider Gottes nicht irgendwie leisten, dass wir einen Spieler verkaufen, der Leistungsträger ist, denn für die bekommen wir auch nicht so viel Geld. Ihr seht es hier, Anji Machatschkala, er hat einen Marktwert von 1,2 Millionen und die wollen nicht mal mehr als 1,1 bieten. Das ist schon sehr, sehr bitter. Dementsprechend können wir auch einfach keine Spieler für viel Geld verkaufen, was beispielsweise bei Newcastle eine andere Geschichte ist, weil da die Spieler viel Potenzial haben und einfach auch von der Form abhängig sehr teuer sind. Ist halt ein bisschen tragisch, beziehungsweise ein bisschen, ja, schade in gewisser Weise, aber was willst du machen? Azaré, ich habe nach einer Innenverteidigerin gesucht, wäre ein Spieler, die ich mir auch vorstellen könnte, 30 Jahre alt, das heißt schon erfahren, aber nur 1,72 groß, das ist so ein bisschen das Problem bei ihm, wäre an sich trotzdem eine sinnvolle Ergänzung für den Kader Innenverteidiger, da sind wir noch ein bisschen schwach aufgestellt, da haben wir effektiv nur Christensen, Waldemar Anton, Hogan, die beide Junge sind und im Endeffekt noch Börner.
der aber halt auch nicht optimal ist. Heiko Westermann habe ich dann auch geguckt, auch der wäre möglich, allerdings hört der nach der Saison auf, deswegen geht das doch nicht. Wen haben wir hier noch? Junior Sainadin, Junior von Nacional aus der portugiesischen Liga, ist, glaube ich, aus Suriname oder so, wenn ich mich recht erinnere, wäre auch eine Möglichkeit. Esaid Belkalem ist leider Gottes zu teuer. Das sind alle Spieler, die ein bisschen erfahrener sind und die eventuell ja günstiger zu haben sein könnten. Sergio Ayala, das ist nicht der richtige Ayala, ich suche den von Middlesbrough, der aber leider Gottes auch ein bisschen zu teuer sein wird wahrscheinlich. Er ist noch 11 Monate an seinen Verein gebunden. Ich habe, wie ihr schon seht, Spieler gesucht, die im Idealfall ein bisschen weniger Vertragszeit noch haben. Auch Sebastian Basson, der Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Eigentlich ist auch der natürlich gerade vom Gehalt sehr, sehr teuer, genauso wie Ayala. Wir müssen irgendwas finden, was sinnvoll ist und wo wir uns das Ganze mit der Ablöse und dann im Idealfall auch noch Gehalt leisten können. Fallo Dian, ehemaliger Freiburger, ist auch so eine kritische Geschichte. Am besten wäre ein Leihgeschäft. Ob wir das realisieren können, ist die Frage. Jetzt geht es erstmal gegen den BVB, ob wir da irgendwas realisieren können, werden wir auch sehen. Wird auf jeden Fall eine interessante Partie. Westfalen-Duell, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Hoffentlich mit 3 Punkten. Vielleicht mit 3 Punkten oder sogar einem. Ich weiß nicht. Bis gleich. Arminia Bielefeld empfing Borussia Dortmund zum ersten Kracher der Saison. Die Arminia gerade erst aufgestiegen und jetzt gegen den BVB, gegen den Meisterschaftsanwärter aus Dortmund, sollte es im Idealfall richtig gut starten nach der bitteren 1:2 Niederlage in der ersten FC Köln zum Saisonauftakt. Marco Reus im letzten Spiel 2-mal erfolgreich gewesen, wollte heute natürlich seine Siegesserie bzw. seine erfolgreiche Serie fortsetzen. Bei Bielefeld keine Überraschung in der Startelf, die gewohnte Raute bei Trainer MGT. Auf der anderen Seite bei Dortmund auch keine großen Überraschungen in der Startelf. Roman Bürki stand im Kasten, davor Piszczek, Van Aken, Sokrates und Durm, Mkhitaryan zusammen mit Bender, Castro, Reus und Cavani, Moritz Leitner ebenfalls noch im zentralen Mittelfeld beheimatet. Keine großen Überraschungen, Edinson Cavani wollte natürlich gegen den kleinen ja Aufsteiger gegen Arminia Bielefeld im Idealfall seine bisher sehr gute Form in dieser Saison fortsetzen. Allerdings war Bielefeld das aktivere Team in der Anfangsphase. Flanke auf Iheanacho, der kommt nicht an den Ball ran, war die erste Chance für Bielefeld nach knapp 15 Minuten. Auf der anderen Seite nach knapp 30 Minuten traute sich Dortmund erstmals nach vorne und wurde direkt bestraft mit einem Konter über Amina Fahne. Der Schwede klasse Balleroberung geht dann über die linke Außenbahn und versucht mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Da steht Lorenzen, kommt aber nicht an den Ball ran und dementsprechend verpufft diese Chance, ohne irgendwie gefährlich geworden zu sein. Aber Dortmund war sehr nervös in dieser Anfangsphase. Das ist Iheanacho wieder über die Außenbahn, macht es diesmal allein, geht klasse in den 16er. Der Schuss aber gehalten von Bürki. Klasse Parade des Schweizers, verhindert des Nigerianers erstes Saisontor. Auf der anderen Seite passierte nicht wirklich viel. Dortmund hatte keine klasse Ideen in der Offensive. Es gab mehr Chancen für Bielefeld, die vor allem im Publikum eine richtig gute Leistung abriefen. Wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Freistoßgelegenheit durch Amin Afana abgefällt, aber der Kopfball kommt nochmal zustande oder auch nicht. Marzo bringt den Ball nochmal in die Mitte und dann ist Gold da, aber kein Problem für Roman Bürki, der diesen Ball relativ locker festhält. Zweite Halbzeit, Dortmund kam dann endlich mal in die Offensive, schwach geklärt da von der Defensive der Arminia. Hier kommt der Ball nach vorne zu Iheanacho, der auf Ryan Gold, es war im Endeffekt also doch ganz gut geklärt, der schickt Melvin Lorenzen und der Deutschlandländer ist schnell auf dem Ball, bisschen angeschlagen, kann sich aber noch durchsetzen. Die Flanke auf den zweiten Pfosten. Iheanacho kommt aber nicht ran und das Ganze wird geklärt. Dann kam der Eckball, der anschließende. Ryan Gold mit der Flanke in die Mitte und Christensen kommt nicht ganz ran. Nochmal in die Mitte gespielt und Dennis Mast mittlerweile eingewechselt mit dem Seitfallzieher. Nicht erfolgreich nach knapp 53 Minuten. Dann kam die Borussia immer gefährlicher und immer besser rein in die Partie. Das ist Henrik Mkhitaryan mit dem Ball auf Gündoğan, der auf Sven Bender und der auf Erik Durm. Nochmal zurück auf Gündoğan und dann ist es Reus, der nicht zum Abschluss kommt. Trotzdem spielten sie sich jetzt ein bisschen fest am 16er der Arminia, die jetzt ein bisschen die Kräfte verließen. Hier ganz schwache Klärung in die Mitte. Der Ball kommt zu Ilkay Gündoğan und der spielt den Doppelpass und zieht einfach mal ab. 1:0, 68. Minute. Da war der erste Torschuss der Dortmunder. Es war direkt das 1:0 für den Favoriten. Natürlich, Haushoher Favorit, natürlich musste sich keiner Miene beschweren, beziehungsweise keiner war wirklich überrascht, dass Dortmund hier in Führung ging. Allerdings nach dem Spielverlauf doch ein bisschen bitter für den starken Aufsteiger. Das war natürlich klasse gemacht von Gündoğan. Wunderbarer Schuss da in den Winkel. Keine Chance für Hesel da ranzukommen. Es stand 1:0 und die Arminia brach natürlich jetzt auseinander. Jetzt kam Bender mit dem Ball auf Reus, der nochmal ja mit dem Schuss versucht, der geht am Tor vorbei. Es war aber jetzt eine einseitige Sache. Wenn Bielefeld nochmal kam, dann über Konter, das ist Bart Finne, der mit der Flanke in die Mitte und da steht, der Pfosten im Weg für den eingewechselten Fabian Klos. Es wäre der Ausgleich gewesen, allerdings kommt er so nicht zustande und dementsprechend hat Dortmund die Chancen auf der anderen Seite, bekam es natürlich Räume, weil Bielefeld aufmachen musste. Gündoğan wieder, der eine klasse Partie machte, zieht einfach mal jetzt hier ab, aus knapp 18 Metern, das Ding senkt sich gefährlich und ist drin. Das 2:0 für Dortmund nach 83 gespielten Minuten. Die Entscheidung,
im schönen Schüko Arena. Das war klasse gemacht von Gündogan. Wieder einmal nach seinem 1-0, das schon wunderbar erzielt war, jetzt auch das 2-0. Doppelpack also für den Deutsch-Türken, der sich einfach durchsetzt und ja die Ruhe behielt gegen die Abwehr der Arminia. So darf man einen Gündogan nicht zum Schuss kommen machen. Sie machten es und Hesel war in der Folge chancenlos. Es gab noch weitere Chancen für den BVB. Das ist Pierre-Emerick Aubameyang im Zusammenspiel mit Sven Bender. Und der versucht es dann nochmal Gündogan. Bringt er Chance, ihn in die Mitte zu bringen. Schafft das aber nicht. Und das war die letzte Aktion der Partie. Die Arminia dementsprechend mit der zweiten Saisonniederlage im zweiten Spiel. 0-2 gegen Borussia Dortmund. Es läuft noch nicht für den Aufsteiger. Sie haben sich in der ersten Halbzeit gut präsentiert. In der zweiten folgte der Einbruch. Das darf in den folgenden Spielen nicht passieren. So verliert die Arminia mit 0-2 gegen Borussia Dortmund. Ja, schade. Zweites Spiel, zweite Niederlage. Wir sind sehr schlecht in die Saison reingekommen. Es muss definitiv besser werden in den nächsten Partien. Momentan sind wir Tabellen 17. nur noch hinter, ja, beziehungsweise vor Ingolstadt und hinter Düsseldorf, die ebenfalls auf den Abstiegsrängen stehen. Dazu hat sich noch ein Spieler verletzt, fällt aber nicht zu lange aus. Ein anderer Spieler führt auch Gespräche mit Villarreal. Es läuft nicht so wirklich bei uns auf dem Transfermarkt. Die Bemühungen sind noch nicht von Erfolg gekrönt. Dafür das Training. Bad Finne steigt auf 75, ist dementsprechend unser nächster Goldspieler im Kader nach Ryan Gold. Und das ist natürlich ganz schön. Das ist eine Neuerung, die mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Finne hat sich bisher sehr gut gemacht seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln und soll das natürlich auch in Zukunft weitermachen. Wir simulieren sind mittlerweile angekommen am 22. August, das heißt, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Transferphase und ihr seht schon, der FC Nürnberg hat das Angebot für Alessandro Schöpf akzeptiert. National hat auch ein Angebot von Sporting bekommen, das heißt, da können wir nicht konkurrieren, aber bei Schöpf können wir zumindest versuchen, den mit einem vernünftigen Vertrag von 25.000 Wochengehalt zu verpflichten. Auf der anderen Seite sehen wir hier, ja, Scout-Berichte aus England, die aber natürlich nicht sonderlich interessant sind. Wir haben dann Bertrand Traoré, der natürlich an sich ein geiler Stürmer wäre. Allerdings sind wir da schon relativ gut aufgestellt mit Klos, natürlich auch noch mit Iheanacho, Nacho, mit Finde theoretisch und mit Melvin Lorenz und von daher brauchen wir da nicht weiter gucken. Startrenner hat das Angebot ebenfalls abgelehnt für Falu Dian. Da gucken wir nochmal, was 3 Millionen eventuell bei denen bewirken könnten. Aber es ist natürlich einfach Geld, was wir so gesehen gar nicht haben. Villarreal hat ebenfalls ein Angebot akzeptiert. Es läuft nicht so wirklich, aber Alessandro Schöpf wäre zumindest ein vernünftiger Verteidiger. Auch bei Basson werden wir nochmal nachgucken bzw. nachbessern in dem Angebot, ob wir da irgendwie rankommen können. Allerdings sieht das auch relativ schlecht aus bei ihm. Eventuell können wir den Winter ablösefrei verpflichten. Das habe ich mir dann im Endeffekt so überlegt. Dortmund sagt immer noch inakzeptabel, deswegen biete ich jetzt 1 Million für Paslak. Marktwert 750.000. Schöpf hat das Angebot akzeptiert. Dementsprechend wird er unser neuer Neuzugang. Gent hat auch das Angebot für Assaré abgelehnt, der 1,72 große Innenverteidiger. Da versuchen wir nochmal nachzubessern mit 1,5 Millionen, aber der wird wohl eher nicht zu uns wechseln. Ayala, auch der wird wohl wahrscheinlich zu teuer für uns werden. Das ist alles so ein bisschen bitter. Allerdings habe ich dann gedacht, okay, wenn du schon keinen Spieler kaufen kannst, wie wäre es dann mit einer Leihe und ich habe mir gedacht, vielleicht gucken wir in der Bundesliga, das wäre vielleicht am realistischsten, wenn wir da einfach einen Spieler von einem Top-Club ausleihen und da habe ich mir natürlich einige überlegt, beispielsweise Erik Durm. Allerdings ist Erik Durm kein Innenverteidiger, habe mir dann gedacht. Ja, wie gibt es dann noch so? Überlegt mal. Ist nicht so doll, ne? Kirchhoff ist in diesem Karrieremodus hier noch nicht weggewechselt vom FC Bayern, wäre eine Möglichkeit. Aber kriegt auch natürlich viel Gehalt. Paslak haben wir jetzt übrigens verpflichtet, seht ihr hier gerade. Gent hat das Angebot für Assaré auch akzeptiert, aber der ist mit 35.000 Gehalt eigentlich auch deutlich zu teuer und wird wahrscheinlich auch mehr wollen als wichtiger Stammspieler. Wir können uns den sowieso nicht leisten. Ja, ist alles nicht so optimal. Ihr seht schon, Francisco Rodriguez werden wir wahrscheinlich auch nicht holen. Den kleinen Bruder von Ricardo Rodriguez, der wird wohl einfach ein bisschen zu teuer ebenfalls für uns sein und ist auch ehrlich gesagt mit 69 nicht gut genug, beziehungsweise keine Erweiterung, beziehungsweise Bereicherung im Vergleich zu Bad Finne. Wir fragen bei unserem Forscher nochmal an, ob wir nochmal 2 Millionen bekommen, Abstieg vermeiden und in der letzten 16 im Pokal und zum Glück wird unser Vorstand dieses Angebot annehmen. Dementsprechend haben wir noch mal ein bisschen mehr Transferbudget und können noch mal gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. Felix Paslak nehmen wir jetzt an, das heißt, wir haben noch einen Ersatzrechtsverteidiger neben Maso und können dementsprechend theoretisch ohne ja, Florian Dick planen, ob das wirklich noch passieren wird, werden wir sehen. Essentieller Stammspieler wäre Nana Azaré. Mal sehen, ob er das Angebot annehmen wird mit seinen 35.000, die er an Wochengehalt bekommt, was natürlich theoretisch viel zu viel ist. So hätten wir eventuell noch 1,4 Millionen, wenn wir einen relativ günstigen Spieler finden, der 10.000 Wochengehalt bekommt, aber das ist natürlich auch so eine Sache, die relativ unwahrscheinlich ist. Nana Azaré hat das Angebot angenommen. Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ein 30-jähriger Innenverteidiger. Vielleicht finden wir da noch was Besseres. Zunächst einmal geht's ins Spiel gegen den FC Augsburg. Da schauen wir mal, wie es mit unseren neuen Spielern so funktioniert. Eventuell mit Paslak oder halt auch mit dem eben angesprochenen Alessandro Schöpf, der noch nicht in die Startelf kommt, soweit ich weiß. Doch Finne geht in den Sturm und Schöpf auf rechts. Auch interessant. Lorenzen dementsprechend nur auf der Bank. Iheanacho, Nacho, der Sturmpartner von Bad Finne. Wird interessant. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
Arminia Bielefeld zu Gast beim FC Augsburg, der Aufsteiger bisher mit 2 Niederlagen aus den ersten beiden Spielen gegen den ersten FC Köln und gegen Borussia Dortmund. Jetzt sollte es gegen den ehemaligen Euroleague-Teilnehmer FC Augsburg besser laufen. Die Fans der Augsburger sahen das natürlich anders. Klasse Choreografie vor der Partie. Das sah sehr, sehr stark aus und mit dieser Unterstützung sollte im Normalfall nichts schief gehen für die Augsburger. Wir schauen uns natürlich die beiden Teams einmal genauer an. Augsburg relativ gut in die Saison gekommen, mit starken Leistungen bisher. Allerdings ist Bielefeld nochmal verstärkt worden durch Alessandro Schöpf. Neuzugang vom FC Nürnberg, der Österreicher, kommt für 2 Millionen vom Club zu den Bielefeldern. Dementsprechend sein Bundesliga-Debüt heute direkt im rechten Mittelfeld. Bart Finne rückte dafür in den Sturm. Melvin Lorenzen rückte auf die Bank. Der Top-Torschütze der vergangenen Saison spielte heute also nicht von Anfang an. Hitzopare, Hong Jong-ho zusammen mit Ragnar Klavan und Philipp Max in der Defensive beim FC Augsburg. Davor Daniel Bayern, Piotr Tuchowski, Ji Dong Won, Alexander Esfay, Ku Ja Chol und Raul Bobadilla komplizierten die Offensive. Sieht sehr ordentlich aus bei den Augsburgern, aber auch die Belf von Arminia Bielefeld ist gerade in der Offensive nicht zu unterschätzen. Im Tor Heseler von Marceau zusammen mit Christensen, Waldemar Anton und Angelino, Neuzugang von Manchester City, Neuzugang von Hannover 96, Neuzugang ablösefrei von Bolt Wanderers. Diersen davor mit Afan, Ryan Gold, Alessandro Schöpf, Kelechi Iheanacho, Nacho und Bart Finne auf der Bank. Ein weiterer Neuzugang, Felix Paslak, geholt vom BVB. Er soll Ersatz sein, beziehungsweise der Backup für den Rechtsverteidiger Marceau. Florian Dick ist wohl nicht weiter gefragt bei der Mina. Der Routinier steht vor einem Abgang. Allerdings wissen wir noch nicht, ob das in diesem Transferfenster noch passiert. Wir springen in die Partie, in die erste Szene der Partie. Und zwar hatten die Augsburger hier die Flanke auf den zweiten Pfosten. Nicht so gefährlich, aber der Abschluss dann nochmal. Zumindest im Versuch. Theoretisch wäre er gefährlich geworden, aber geht am Tor vorbei. Andere Seite, Arminia Fahne mit der Flanke in die Mitte. Da steht Kelechi hier. Nacho 1:0. Erste Chance, erstes Tor für die Arminia. Gegen die Augsburger klappt es jetzt plötzlich mit der Führung. Und das war klasse gemacht. Wunderbarer Kopfball von hier Nacho. Und der Feier mit der Kamera. Der Nigerianer wird da viel zu frei gelassen. Auch Afana auf der linken Außenbahn. Viel zu viel Platz. Der Schwede mit der idealen Flanke auf den zweiten Pfosten. Und hier Nachos Kopfball ist zu platziert für Hitz, der da nicht mehr rankommt. Erste Chance, erstes Tor. Und jetzt hatte Bielefeld direkt Blut geleckt und Platz zum Kontern. Wieder der Ball nach außen. Diesmal steht da Bart Finne, der Norweger. Legt sich den Ball aber ein bisschen zu weit vor. Das wäre die nächste Chance gewesen. Aber so verpufft diese Konterchance für die Arminia. Trotzdem waren die jetzt das aktivere und bessere Team in der Offensive. Alessandro Schöpf in seiner ersten Partie über die Außenbahn. Die Flanke auf den zweiten Pfosten. Bart Finne kommt nicht mehr ganz ran. Allerdings wird das Ganze nochmal gefährlich, weil Augsburg nicht richtig klären kann. Und erst, ja, dann im Endeffekt ist es Opare, der den Ball ins Aus schlagen kann. Zweite Halbzeit, Augsburg versuchte weiter nach vorne zu kommen. Daniel Opare, Rechtsverteidiger, Ganna über die Außenbahn, ehemals bei Porto aktiv. Seine Flanke ist aber nicht so stark. Hesel ist da, das war mit die beste Offensivbemühung beim FC Augsburg. Auf der anderen Seite sah das deutlich souveräner aus. Ryan Gold mit dem Ball auf Alessandro Schöpf und der mit der Flanke in die Mitte. Und da steht Bart Finne! 2:0 für die Arminia. 50. Minute, die 2-Tore-Führung und die Vorentscheidung im Stadion der Augsburger. Klappt es plötzlich mit der Führung und klappt es plötzlich auch, diese auszubauen. Klasse Flanke von Schöpf, erste Vorlage im ersten Spiel und auch Finne trifft mit dem Kopf, normalerweise kein Kopfballspezialist, im Gegensatz zu Iheanacho, der mit seiner Füße sehr überzeugen kann, aber hier reicht es für den Treffer und es ging weiter mit der Arminia, die jetzt richtig gut wurde und richtig Selbstvertrauen angelte, mal so mit der Flanke, aber abgewehrt, dann Tim Diersen aus dem Rückraum nochmal in die Mitte gebracht, es war nicht mehr so gefährlich, es war nicht mehr so zwingend, aber musste es ja auch nicht sein, denn man führte ja bereits mit 2:0, dann nochmal Iheanacho, erobert sich hier den Ball, 66. Minute, ganz heftiger Fehler von Ho und die Latte rettet da im letzten Moment für Marvin Hitz, der schon geschlagen war. Augsburg wackelte bedächtig und es ging immer weiter. Ryan Gold, der Schotte auf der Außenbahn gegen Piotr Tuchowski, macht das klasse Ball auf Iheanacho gerade. Da war es die Latte im Weg. Diesmal ist Marvin Hitz, aber ja, dann wäre Bad Finne fast noch da gewesen. Aber Hitz mit einer weiteren klasse Parade hält seiner Mannschaft das 0:2 fest und verhindert das Debakel gegen den Aufsteiger. Augsburg verliert 0:2 gegen die Arminia. Der Aufsteiger nach mit den ersten beiden Spielen relativ schlecht bedient mit den beiden Niederlagen. Heute haben sie selber 2 Tore erzielt und damit gewonnen und das hoch verdient, denn sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Augsburg hat abgesehen von der ersten Chance der Partie absolut nichts zu melden in der Defensive der Arminia. Zuletzt waren sie in der zweiten Liga die erfolgreichste bzw. beste Defensive der Zweitliga-Geschichte und jetzt erstmals 2:0 im Oberhaus. Das sieht sehr gut aus bei der Arminia, so muss es weitergehen in den nächsten Wochen. Dann befreit man sich aus dem Tabellenkeller. Bei Augsburg muss man sich Gedanken machen, wo man nicht gegen den Aufsteiger gewinnen kann. Angelino und Co. machten eine klasse Partie und gewinnen dementsprechend verdient auswärts in Augsburg mit 2:0. Diese Episode ist irgendwie richtig verpeilt. Ich weiß nicht, Arminia habe ich auch schon lange nicht mehr kommentiert, aber ich denke mal, es ist nicht so schlimm. Wir haben gewonnen, Freunde. Das ist doch mal eine richtig gute Nachricht. Wir haben dementsprechend, ja,
theoretisch nochmal ein bisschen Respekt gewonnen, eventuell nochmal sind für ein paar Spieler interessanter bzw. attraktiver geworden, trainieren natürlich unser Team, gar keine Frage, und zwar unter anderem Angelino, unseren Außenverteidiger, der mir ist ja richtig gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, Alessandro Schöpf ist auch vielversprechend und auch den möchten wir natürlich ganz gerne trainieren, allerdings ist es ein bisschen schwierig für wen, und weil hier Nacho unter anderem auch noch vielversprechend ist, machen wir den, ich weiß gar nicht, wie wir ihn eingesetzt haben, auf jeden Fall alle Ergebnisse C, einmal B, sieht ganz gut aus, und dann kam ich auf die Idee, wie gesagt, gerade mit dem Leihmodell. Ich habe nach jungen Spielern gesucht, habe dann erstmal auch auf South FIFA nochmal geguckt, wen könnte man sich theoretisch holen. Eric Dyer war ein Kandidat für mich, allerdings ist der natürlich deutlich zu teuer. Und Tin Yedwai, habe ich mir gedacht, könnte doch eigentlich ganz geil sein. Zwei-Jahres-Leihe von ja, Bayer Leverkusen, 20-jähriger Innenverteidiger bzw. auch Außenverteidiger, flexibel einsetzbar. Warum eigentlich nicht? Pazlak kann auch Sechser bzw. rechtes Mittelfeld spielen. Yedwai auf Rechtsverteidigerposition und Innenverteidigerposition. Sieht doch sehr, sehr stark aus, kann man auf jeden Fall so machen. Rotationsspieler bei Leverkusen, die dürfen dementsprechend auch nichts dagegen haben, wenn wir den Kroaten zumindest auf Leihbasis verpflichten. Kaufoption haben wir nicht, wäre zu teuer, ist aber auch gar nicht vonnöten. Hätten wir vielleicht sogar machen können, ganz ehrlich. Hätten wir vielleicht sogar machen können. Aber da hätten sie vielleicht nicht abgegeben. Von daher, warum eigentlich übertreiben, wenn wir es auch so machen können. Genauso fragen wir auch an bei RB Leipzig mit einer Zweijahresleihe für Willi Orban. Die haben ja das Projekt Aufstieg, ja, beziehungsweise das, ja, den Aufstieg als Projekt sich gesetzt, beziehungsweise als Ziel sich gesetzt, beziehungsweise in Angriff genommen. Und vielleicht ist es ja ganz gut, wenn dann der Spieler schon mal Bundesliga-Erfahrung hat. Rekik ist ein weiterer Spieler, bei dem wir jetzt heute vorstellen können, genauso wie Hoe. Aber die beiden sind natürlich auch teuer. Hoe ist natürlich auch ein Spieler, den Lazio eventuell als Rotationsspieler nicht unbedingt abgeben möchte. Bei Rekik weiß ich gar nicht, das Angebot auch gemacht haben. An sich auch ein interessanter Spieler, aber mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre trotzdem Yedwai, einfach aus dem einfachen Grund, dass der in der Bundesliga bereits Erfahrung hat. Willy Boli von Braga wäre auch ein interessanter Spieler, gerade er sehr groß und kopfballstark, von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Ein weiterer Spieler von Magey, ebenfalls wichtiger Stammspieler, ist Doria. Auch der wäre theoretisch möglich, kostet vieles an Gehalt, aber wir müssen uns da verstärken in der Defensive. Wir haben gerade ausnahmsweise zu Null gespielt, aber davor hat es gegen Köln und auch gegen Dortmund nicht so gut ausgesehen, und von daher, ich ärgere mich gerade im Endeffekt, dass ich die Kaufoption bei Yedwai nicht gemacht habe, weil nach zwei Jahren können wir uns den sicher leisten, wenn wir in der ersten Liga bleiben, weil wir das Geld einfach zusammen haben. Aber so wird es auf jeden Fall, ja, auf irgendwen anders herauslaufen. Vielleicht mal schauen, wie wir uns machen können, wie wir uns etablieren können, mal schauen, ob wir überhaupt zwei Jahre noch spielen werden. Das ist ja auch nochmal so eine Frage, aber ich bin zuversichtlich, dass auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren wird in diesem Karrieremodus. Ich suche mal bei Manchester City, vielleicht haben die noch einen interessanten Spiel, den wir uns ausleihen können. Dieses Leihmodell habe ich jetzt auch so ein bisschen für mich entdeckt, und zwar nicht nur für die Innenverteidigung, sondern auch für die Außenbahn. Patrick Roberts, ehemaliger Spieler bei mir im Karrieremodus bei Fulham, glaube ich, geholt, und auch in anderen Karrieremodi immer erfolgreich gewesen, auch in meinem Wolfsburg-Karrieremodus, wo er so richtig durchgedreht ist, wo alle durchgedreht sind. Dodo wäre ein Spieler, der auf der Linksverteidigerposition Ersatz sein könnte, neben dem Kollegen Schuppan für Angelino, was auch ganz cool wäre, aber das sind halt alles so Spieler, die relativ unrealistisch sind. City hätte angenommen, ja, Azaré lehne ich jetzt hier ab, weil ich Yedwai annehmen kann, das ist sehr, sehr schön. Patrick Roberts wäre auch angenommen, den lehne ich aber ab, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall nehme ich Bayern 04s Angebot an. Oder? Ja, den nehme ich an. Yedwai, genau. Yedwai wird auf jeden Fall unser neuer Innenverteidiger, und Roberts stößt jetzt uns dazu. Nee, den nicht ab, ist zu teuer, ne? Ich glaube, ist zu teuer. Und jetzt seht ihr Bildfehler. Guckt, genau so geht's wieder los. Hier ist doch beschissen, oder nicht? Naja, egal. Zum Glück haben wir kein Spiel mehr in dieser Partie. Übrigens ist Yedwai auch verletzt, idealerweise. Aber klein, keine Sorge, der ist im nächsten Spiel schon wieder fit, von daher haben wir keinen Fehlkauf gemacht. Ich denke mal, das war ein sehr guter Transfer zum Ende der Transferperiode. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vom verbleibenden Geld, was wir noch haben, kaufen wir einen Scout, damit wir im Idealfall ja nochmal gute Jugendspieler dazu bekommen, die uns bei unseren, ganz ehrlich, bei unseren Ratings können uns sogar Jugendspieler weiterhelfen, die sich schnell entwickeln, beziehungsweise gutes Potenzial haben. Warum nicht? Ihr habt es bei Lennart Ajay-Sippel letztes Jahr gesehen, beim Newcastle Modus. Ich denke, das ist bei Bielefeld auch möglich. Wir simulieren noch den Rest des letzten Transfer-Deadline-Days, machen ein super Gegenangebot für Kelechi Iheanacho über 15 Millionen, das Barca natürlich ablehnt, und simulieren den Rest dann auch runter. Es passiert aber nichts mehr, kann ich euch schon mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall trotzdem Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Tin Yedwai als unser neuen Innenverteidiger-Leihgabe. Ich bin gespannt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.